Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal wieder eine Frage, mit der haben wir uns immer mal wieder beschäftigt. Und ich habe auch mal angekündigt, ich werde es irgendwann mal lüften, das Geheimnis. Dazu will ich aber erst einen Nachweis bringen. Und wir haben jetzt unsere gesamte Anlage hier diesen Winter für einen anderen, sehr, sehr groß angelegten Versuch gebraucht. Von daher konnte ich mich damit noch nicht beschäftigen. Ich werde es aber nachholen, ich verspreche Ihnen das. Hallo Martin, hat der Farbverlust oder Farbaufbau der schwarzen Farbe bei zum Beispiel Showa oder Sanke mit der Wasserhärte wie Wasser, mit den Wasserparametern wie Wasserhärte einen nachweislichen Zusammenhang? Viele Grüße, Thomas. So. Ich will es so sagen. Ein Farbverlust, weiß ich mittlerweile, kann man provozieren. Wenn man zum Beispiel gestresste Fische unter sehr hohen Temperaturen bei extremer Fütterung hält. Das habe ich jetzt auch in Innenhälterungen gesehen, als ich beim Bloggen draußen war, bei Kunden, die wirklich Vollgas gegeben haben und das bei extrem hohen Temperaturen damit, und ich hätte es nicht gedacht, kann man tatsächlich einen Rotverlust provozieren. Darum kann ich jedem nur empfehlen, Temperaturänderungen langsam, weil wir der Stress der Fische auch noch durch die Temperatur verursacht, geht es doppelt schnell. Und dann auch die Futtermenge langsam steigern. Wenn Sie wirklich denken, dass der Koi von heute auf morgen von 0 auf 2,5 oder 3%, wenn wir kleine Fische haben, dass er das Verwerben verdauen kann, dann ist das ein Irrtum. Das kann ich Ihnen versprechen. Damit sorgen Sie wirklich dafür, dass die Farbe von den Koi weggeht. Also lieber das ganze Thema etwas konservativer angehen. Lieber mal ein Jahr länger brauchen, bis der Koi dann die entsprechende Endgröße erreicht hat, oder auch 2 Jahre länger. Die Koi leben, wenn man vernünftig mit ihnen umgeht, so lange, da kommt es wirklich auf 1, 2 Jahre nicht an. Und es heißt ja auch nicht, dass ein Koi, nur weil er eben im Moment noch etwas kleiner ist, weniger Spaß macht. Ja? Seien Sie da einfach etwas konservativer. Gehen Sie mit den Temperaturen nicht ganz so hoch. Also da können Sie wirklich, was das Rot angeht, machen 1, 2 Grad mitunter extrem viel aus. Ich kann Ihnen empfehlen, bei den Karashi würde ich bis maximal 6, 27 Grad gehen. Da haben wir jetzt aber nicht die Farbverlustthematik, und bei den Gosanke würde ich, glaube ich, nicht mal über 24 Grad gehen. Und ich weiß auch, in Japan haben viele Züchter die am Thermostat gedreht und die Temperatur um 1, 2 Grad runter gedreht. Früher war die klassische Jumbo-Tosei-Aufzug bei 26 Grad. Ich kenne viele Züchter und auch Konishi, die sind mittlerweile bei 3, 24 Grad und sagen, dann sind die Fische halt in Summe 2 cm kleiner. Aber sie konnten damit den Qualitäts- und auch den Farbverlust deutlich reduzieren. Also ja, man kann es provozieren. Die Wasserhärte wüsste ich jetzt nicht, dass sie einen direkten Einfluss aufs Rot hat. Kann sein, aber ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Beim Schwarz weiß ich ganz sicher, dass es mit der Wasserhärte nichts zu tun hat, weil bei uns in der Anlage, zumindest bei sehr, sehr vielen Becken, explodiert das Schwarz regelrecht. Auch Koi, die in Japan wegen mir 2, 3 Jahre fast gar kein Schwarz entwickelt hat, wenn die dann eine Weile bei uns sind, dann, und das sind oftmals nur wenige Wochen oder Monate, dann explodiert das Schwarz regelrecht. Unabhängig davon sprechen wir von Honsumi oder von Bakisumi. Bakisumi, das Schwarz-Schwarz, was von oben, also von außen nach innen wächst. Und das Honsumi, was quasi unter der Schuppe entsteht, das Blauschwarz, wo quasi nach außen hin zur Haut wächst. Egal, beide Sumi-Qualitäten entwickeln sich in vielen Becken hier in der Anlage sehr gut. Jetzt können Sie sagen, ja, aber du hast ja auch eine hohe Wasserhärte. Nein, aufgrund des vielen Futters der kleinen Becken haben wir in der Regel eine Wasserhärte zwischen 0 und 1 und sind permanent am Aufhärten. Also unser pH-Wert ist immer mehr oder weniger im neutralen Bereich. Also kann es das nicht sein, das schließe ich auch aus. Und ich weiß auch, dass auf der Omosako-Koi-Farm wurden Versuche gemacht, weil da ist Schwarz Bargeld. Ja, ein Shiro Utsuri, der Schwarze, der verkauft sich natürlich wesentlich besser, als wenn ich einen nicht schwarzen Shiro Utsuri mit vielleicht ein bisschen Kagesumi verkaufen muss und im Prinzip nicht einen fertigen Fisch, sondern einen Traum verkaufe. Auch da hat man Versuche gemacht mit Carbonathärte 0 bis 15, wo man kleine Shirombos, das heißt weißer Stock, also kleine Shiros ohne Schwarz reingesetzt hat. Und dort konnte man auch keinen Unterschied merken. Also da möchte ich schon fast sagen, Carbonathärte, pH-Wert und Schwarz, das wurde jetzt schon fast, jetzt zwar nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen, aber der Nachweis wurde mehrfach gebracht, dass es da nichts gibt. Und uns ist einfach irgendwann aufgefallen, es gibt einen Zusammenhang zwischen einem Parameter und dem Schwarz. Und wenn man den verändert, geht Schwarz hoch und runter. Und witzigerweise, weil ich das ja im Blog mal erwähnt habe, ich weiß noch, Marc, und vielleicht guckt Marc jetzt die ganze Geschichte hier an, der guckt sich, glaube ich, viele Blogs an.
der hat das angeschaut, der hat mich angesprochen, als er herkam. Und dann sagt er, Mensch, bei mir, wenn ich das und das mache, dann explodiert das schwarz. Und wenn ich das mache, dann geht es eventuell sogar wieder weg. Ja, also er hat eine Zeit lang schwarz, dann ändert er einfach Parameter und dann verschwindet es wieder. Und genau das haben wir hier auch beobachtet. Dass manchmal kommen die Fische aus Japan rein, das Schwarz explodiert hier in der Anlage, dann nehmen die Koi, die Kunden die Koi mit und zwei Monate später, zwar nicht in dem Maße, aber kann sein, dass das Schwarz erstmal wieder nach unten gegangen ist. Jetzt kann jeder natürlich nachdenken, was kann in unserer Anlage besonders sein, was dann auch wieder bei einem Kunden besonders sein kann. Vielleicht kommen Sie dahinter und wenn Sie die Möglichkeiten haben, das nachzustellen, probieren Sie es aus. Ansonsten werden wir mit dem tatsächlichen Grund erst rauskommen, wenn wir hier wirklich reproduzierbar nachgewiesen haben, dass es so ist. Aber ich für meinen Teil bin mir schon sicher, dass ich das Rätselslösung kenne. Und muss auch sagen, ich habe mit als letztes Jahr Makoto und Oyama im April hier waren, da waren wir in Südfrankreich auf eine Party eingeladen. Und dann haben wir uns morgens beim Frühstück im Hotel mit einem wunderschönen Blick über die Provence, haben wir uns über dies und das unterhalten. Und dann habe ich meine Theorie in den Raum geworfen. Und dann haben die beiden nachgedacht und dann haben sie gesagt, Martin, ohne dass wir uns testen, die Theorie, die du da in den Raum wirfst, die ist so schlüssig, das macht zu 100% Sinn. Ob sie es gerade umsetzen oder nicht, weiß ich nicht. Wir haben uns im Nachgang nicht mehr darüber unterhalten. Aber wenn ich es dann irgendwann mal lüfte, ist natürlich jetzt viel so eine Geheimniskrämerei, wenn ich es irgendwann mal lüfte, sagen Sie auch, mein Gott, das ist in der Natur genau überall so. Machen Sie es gut, wenn Sie mal wieder eine Frage haben, schreiben Sie mir, freue mich drauf und manchmal muss man vielleicht auch ein kleines Geheimnis wahren, damit die ganze Geschichte spannend bleibt. Bis dann, ciao.